Bei der Firma Loacker kam es in den späten Abendstunden zu einem Brand in der Müllhalde. Was kann man aus Sicht der Gemeinde jetzt schon sagen? Ja, freilicherweise war die Feuerwehr schnell vor Ort, hat den Brand jetzt mal unter Kontrolle in der Halle. Große wichtige Aufgabe ist, dass wir das Übergreifen auf andere Hallen vermeiden. Und wir werden jetzt auch noch mit dem Landeschemiker den Rauch untersuchen, um die Gefahr von möglichen Giftstoffen ausschließen zu können. Weiß man das jetzt schon? Besteht schon Gefahr vielleicht für die Öffentlichkeit? Nein, also zurzeit ist die Lage stabil. Rauch ist immer giftig, aber besondere Gefahr wäre, wenn es zu einer Dioxinbildung käme, und das überprüfen wir gerade.